Guten Morgen, ihr zwei. Gut geschlafen? So gut es ihm geht, wenn man den Rhythmus der stürmischen Wellen lauscht, die gegen das eigene Fenster schlagen. Also, ja, ziemlich gut. Und ich habe sehr inspirierende Träume gehabt. Freut mich zu hören. Euer Konzert hat mir das Einschlafen gestern definitiv erleichtert. War es so langweilig? Nein, es war äußerst beruhigend für meine Nerven. Für unsere auch, denke ich. Nicht, dass ich das nötig gehabt hätte. Du hast keine Nerven? Ist das normal für Phantasma? Nein, ich meinte, meine metaphorischen Nerven waren ruhig. Sind sie das manchmal nicht? Natürlich nicht. Ich bin voll. Okay, doch. Ja, manchmal. Meistens, wenn ich kurz vor dem Auftritt stehe. Peinlich, oder? Nicht wirklich. Dann wäre ich auch nervös. Oh, aber ich muss sagen, als wir beide gestern für Grace und sie gespielt haben, das war entspannend. Ich habe mich einfach treiben lassen und gespielt, was mir einfiel, ohne mir Sorgen zu machen. Jetzt habe ich das. Nicht, dass ich das je täte, aber naja. Es war schön, wir sollten öfters zusammenspielen. Phoebe sitzt gerade an einem neuen Stück. Vielleicht könnt ihr zusammen daran schreiben. Echt jetzt? Das wäre ja spitze. Also, ja, das wäre spitze. Zusammen ein Lied schreiben könnte Spaß machen. Oh, yeah. Oh, es tut mir leid. Hurra! Ich freue mich schon drauf. Und natürlich, was du dann dazu sagst. Alles klar. Eigentlich sagt man jetzt, dass man sich auch darauf freut. Ich freue mich sehr laut, sehr drauf. Und sage das laut. Sehr cringe, dieses Gespräch. Wusste ich's doch. Das wird bestimmt mega. Absolut mega, als dass ich es beschreiben könnte. Ich weiß jetzt schon, dass du total mindblown sein wirst. Ich freue mich drauf. Aber genug davon. Ich sollte nach den Dorfbewohnern sichern. Vielleicht braucht jemand einen Zug als Erheiterung. Baya würde sich bestimmt sehr darüber freuen. So wie ich Baya kenne, hat sie sich vor allem über die Flut gefreut. Aber wo wir gerade von ihr sprechen, vielleicht kannst du einige ihrer Coupons für mich verteilen. Klar doch, ihr Heilbad ist mega. Fangen wir mit Grace an. Ist sie noch hier? Nein, sie ist gerade mit Hex aufgebrochen. Irgendwas wegen primordialem Wasser. Zauberer, ey. Mal sehen, ob ich sie noch erwische. Ciao, ciao. Schreib den Song gar nicht ohne mich fertig, Fabian. Ich warte auf dich. Kann ich einen dieser Gutscheine haben? Natürlich, sagt Bayer bitte, dass ich dich geschickt habe. Natürlich.
Was für ein seltsamer Moment. Oder aufregend. Beides schätze ich. Hättest du gerne einen Drink? Bitte. Dasselbe wie immer, denke ich. Natürlich, was auch sonst. Unser Fabeldrink. Dann machen wir auch keine Experimente. So, dann kommt hier noch. Man könnte meinen, dass man fast schon kann. Mal ein bisschen drauf gucken muss dann doch noch. Der schnelle Schluck. An du muss gestreichelt werden. Und ab mit dem schnellen Schluck. Einmal wie immer für Fable. Ein Trink ohne jegliches primordiales Wasser, glaube ich. Es schmeckt ein wenig primordial und sehr lecker. Perfekt. Bitte sehr, ein Trink am Morgen. Ihre Schuppen glänzen im Wasser, sodass sie fast damit verschmolzen, als wären sie gar nicht da. Es war wie ein Traum. Ich war ganz gebannt davon. Es war wunderschön und ich gleichzeitig unheimlich. Glaubst du, es gibt einen Ort, wo es jeden Tag so aussieht? So wunderschön? So unheimlich? Ich glaube, solange wir uns einen Ort vorstellen können, existiert er auch. Selbst wenn es nur in unserer Fantasie ist. Ich würde diesen Ort gerne besuchen. Nicht alle davon sind sicher. Oha. Die Tür scheint wieder frei zu sein. Da scheint man scheinbar durchzukommen. Vielleicht muss man tauchen oder... Ich weiß nicht, aber es kommen Leute rein. Fable bei den Drachen. Das ist Xir. Geht es dir gut? Tut es. Ich war sicher. Schön zu sehen, dass es euch auch gut geht. Hättest du nicht irgendwas sagen können? Wir konnten dich nirgends finden. Tut mir leid, ich bin gerade erst aufgestanden. Habt ihr euch Sorgen um mich gemacht? Möglich. Natürlich haben wir das. Kannst du überhaupt schwimmen? Ja, und du? Natürlich. Nein. Oh, dann müssen wir es irgendwann einmal dir beibringen. Okay. Danke, dass ihr euch so um mich gemacht habt, aber ich hatte auch hier tatsächlich viel Spaß. Wei und ich haben mir ein kleines Konzert veranstaltet, um die Zeit zu überbrücken. Oh, schade, dass wir das verpasst haben. Ich kann Woi bestimmt dazu überreden, dass wir euch eine kleine Zugabe geben. Das wäre schön. Tut mir leid, dass ich dich nicht abholen konnte. Das ist okay. Es war schwer, hierher zu kommen. Aber Rufus hat es gefallen. Ich glaube, er hat ein paar neue Freunde gefunden. Dann hat diese Katastrophe wenigstens auch ihr Gutes. Was ist überhaupt los? Hat ein Wal den Mond gefressen oder was? Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber nein, vielleicht. Keine Ahnung. Die ursprüngliche See hat den Abgrund des Zwielichts geflutet, soweit ich weiß. Und das ist dann durch die Portale nach Fesoa überschwappt, womit wir hier und jetzt wären. So etwas habe ich noch nie gehört. Zumindest werden die anderen Kontinente dann wohl verschont sein. Wenigstens ein Grund für sie, uns weniger um unsere Portale zu beneiden. Ich hoffe, es geht allen gut.
allen, nach denen wir sehen konnten, waren sicher. Zum Glück ist das Wasser so weit zurückgegangen, dass wir allen hier helfen konnten. Auch wenn das Unterwasser noch nicht wieder aufgetaucht ist. Zum Glück seid ihr alle wieder aufgetaucht. Größtenteils. Was soll das heißen? Suchst du noch nach jemandem? Ja. Ist Maddie hier? Sie war nicht zu Hause, als ich nach ihr sehen wollte. Nein, sie war gestern nicht hier. Und heute auch nicht. Hast du sie vorher noch gesehen? Erwähnte sie, wo sie hingehen wollte. Tut mir leid, ich war nicht hier, seit ihr sofort zurückgekehrt seid. Dieser freche Zauberer hat sie auch nicht gesehen. Hab ihn gefragt, nachdem er fast Kumos Tür eingetreten und nach Grace gesucht hat. Kann sie schwimmen? Bestimmt. Und ich bin sicher, sie hat rechtzeitig irgendwo einen Unterschlupf gefunden. Geht's bestimmt gut. Du hast ihr immerhin beigebracht, wie man sich verstecken kann. Das setzt sie sicher gerade in die Praxis um. Als ich nach Hause kam, aß Rufus aus einem seltsamen Apparat, der alle paar Stunden Essen und Wasser ausgab. Als hätte jemand sehr Cleveres ihn so aufgestellt. Ja, er schlug sich den Bauch voll, aber von Maddie keine Spur. Hat sie eine Nachricht hinterlassen, oder? Nein. Es geht ihr bestimmt gut. Wir könnten Una fragen, vielleicht hat sie ihr geholfen. Das werde ich tun. Jetzt. Fable, ist es okay, wenn wir unseren Termin verschieben? Termin? Habt ihr etwas vor? Sie haben ein Date. Na, das würde ich hören. Ich erzähle dir später gern davon. Aber, ja, wir können es verschieben, kein Problem. Es ist nicht die Art von Begegnung im Regen, von denen ich geträumt habe. Ich auch nicht. Wir bleiben in Kontakt. Einverstanden? Ja, ich freue mich schon. Ich auch. Ich hoffe, sie hat nicht versucht, die Fische zu untersuchen. Sie würden sie bei lebendigem Leib auffressen. Das klingt schon besser. Das Mädel weiß, was sie tut. Denk nur an dieses Gerät, was sie da aufgestellt hat. Da kann kein Fisch mithalten. Hoffnung ist mir fremd. Dann lernen sie kennen. Ich sage dir, ob, wenn, wie sie finden. Ein Mann weniger Worte. Ein Mann Worte. Er macht sich nur Sorgen. Wo wir gerade von Sorgen und Worten sprechen, es ist gut, dich wiederzusehen, Lin. Wie lief die Mission? Ich hoffe, ihr seid nicht zu nass geworden. Es ist halt passiert. Was ist denn passiert? Nun ja, das kann warten, oder? Nein. Mein Leben folgt nicht deinem Fahrplan. Du musst halt warten. Ich bin nicht sehr geduldig. Nicht mein Problem. Ich möchte nach Onkel Dragan ziehen. Nur um sicher zu gehen, dass der alte Knacker noch lebt. Fable, du willst, schätze ich, auch nach deiner Familie sehen. Ja, ich würde gern sicher gehen, dass es ihnen gut geht.
Vielleicht ist Maddie bei der Amaranthenen Hydra. Sie wollte sie nach Empfehlungen für Tees fragen. Was ist mit der Geschichte? Immer mit der Ruhe. Du hörst sie schon früh genug. Mal sehen, ob ich Rhea und den feinen Schnösel auch hierher kriege. Sie könnten sicher auch was zu trinken vertragen. Und wo wir gerade davon sprechen, hast du was für unterwegs? Natürlich. Etwas Starkes und auf einen Tag voller sozialer Kontakte vorzubereiten? Gerne. Dann gibt's doch auch wieder nur einen Trank. Für sie war doch jeder Tropenpunch. Obwohl, wir könnten auch mal. Ne, der hat nicht drei. Der könnte auch. Sozial. Brauchen wir noch ein bisschen was. Ich glaube, da unterscheidet sich wenig was. Dann nehmen wir den Tropenpunch. Vielleicht können wir da noch ein extra einfügen. Ein bisschen Inspiration. Muss natürlich gucken, was hier geht. Das geht. Ein bisschen Verstärkung. Das ist, glaube ich, Segen. Oh, nein. Ein Glück für das zu trinken. Da brauche ich nur einen. So weit der Minus ist, brauche ich zwei. Und jetzt brauche ich noch Bestärkung. Tropenpunch. Eine Streichelaktion für einen. Und raus damit. Bitte sehr, das Stärkste, was ich machen konnte. Danke. Deine Drinks fehlen mir manchmal ein wenig. Das ist nett von dir. Bild dir nur nichts darauf ein. Was auch immer. Fable, wir gehen. Komme sofort. Ich bin sicher, es geht allen gut. Also mach dir bitte keine Sorgen. Und bereite am besten einen warmen Kakao für Melifo. Den mag sie doch so gerne. Ich tue mein Bestes. Ich weiß. Schwimmt nicht zu weit raus. Mal sehen. Die Wasser sind trügerisch. Was genau führst du im Schilde? Schauen wir mal, ob ich alles für einen warmen Kakao da habe. Oh, Una. Gerade von mir gesprochen. Bitte sehr, das Stärkste, was ich machen konnte. Guten Abend, Una. Schnackst nicht so viel, aber gut, dass du auf dem Damm bist. Ich habe einige Schutzsiegel in meinem Gasthaus angebracht, besser als jede Versicherung. Und nun bist du unverletzt. Frisch, der junge Mond. Hab vielleicht den Arm ab, aber das vergisst auch nicht, wie man schwimmt. Sag mal. Ist leichter als zu laufen für mich, nicht? Und Wasser statt Luft zu atmen hat auch ganz gut. Die Kiemen hier sind nicht nur zum Schick aussehen da, nicht? Hat mich fast ein wenig an zu Hause verändert. Das Wasser hat aber nicht gestürzt, wie ich aus Trollen nicht? Ja, man kann schon sagen, urziemlich, nicht? Das habe ich mir schon gedacht. Aber du scheinst dir nicht wirklich Gedanken darüber zu machen. Nö,
Was nur passiert, kann mir egal sein. Ich bin ein Rind. Und so wenig Wasser macht mir doch nichts aus. Sollte dir auch nichts ausmachen, oder? Ich meine, du brauchst mir immer so ein Kind. Ich hätte wissen sollen, dass du das nicht vergessen hast. Ich bin alt, aber nicht zu mir. Ich auch nicht. Also würdest du die Untunnisse sehen, nicht ein Zuhause nennen? Ich habe schon viele Ebenen erlebt. Meine Vergangenheit definiert nicht, was mein Zuhause nenne. Aber du hast recht, primordiales Wasser macht mir nichts aus. Selbst wenn ich es so wollte, ich könnte nichts daran ertrinken. Aber um ernst zu sein, habe ich mir mehr Sorgen um meine Gäste zu meinem Gasthaus gemacht. Ich hoffe, es geht allen gut. Macht keinen Pop. Andere sind hart im Leben und dein Gesaff macht sie noch zögern. Ich glaube, da hast du recht. Aber dein Gasthaus, sagen wir mal, ist auch schon besser. Nicht? Ach, eigentlich ist das noch zu nett gesagt. Es sieht echt aus. Autsch. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen und habe sauber gemacht. Tut mir echt leid für dich. Hast du jemals mit dem Mario von Mario geschmeckt? Sag mal. Das Vergnügen hatte ich bisher noch nicht. Wenn du mal die Chance hast, geh mal dahin, sag ich mal. Der liebt Verzauberungen und so. Ich war so ein Tricksereien, Puzzle oder Fallen, aber der kennt sich sicher aus, dass ein oder andere Stück Schutzmagie nicht. Hat den Turm schon eine ganze Weile lang geschützt. Ich denke daran, wenn ich ihm hier begegne. Aber du bist sicher nicht nur zum Reden da. Darf sie was zu trinken sein? Du weißt schon, wie man Kundenservice macht, du. Wie wär's mit was, was meinen alten Muskeln weckt, damit ich dir ein wenig zur Hand gehen kann? Sag mal. Ich kann mich nicht erinnern, um Hilfe gebeten zu haben. Was hast du gesagt? Ich höre mir zurzeit immer so schlecht. So stummes vielleicht wie hilft ein starker Trink dir aus. Na gut, komm zu Fuß. Ein starker Trink. Dann nehmen wir doch den hier. So, dann können wir hier vielleicht noch. Nein, das nicht. Das könnte man tatsächlich machen. Ein bisschen Hast dazu. Na, weißt du, ob das so gut ist? Ja, das hier. Das gibt mir hier Hilfe. Ein bisschen Inspiration, wenn ich das Icon richtig interpretiere. Ja. Inspiration. Und dann brauchen wir hier und hier nichts mehr. Mal gut mixen. Wie geht das überhaupt? Wir brauchen da auch noch ein bisschen Schild rein. Mist. Okay, machen wir mal erstmal
Oh, doch, den hier. Matrosenmaß. Sehr schön. Du streicheln. Matrosenmaß mit. Hast. Bitte sehr ein Drink, stark wie der astrale See. Wunderbar. Ich hab genug Wasser aus dem mittelmäßigen Ozean getrunken, um doch um zu überstehen. Und? Schmeckt nicht ganz wie zu Hause, aber dieser leichte Rauch von Limtamari weckt Erinnerungen. Du musst schon sagen, du weißt, was du tust. Danke, vielleicht kann ich dich überreden, einfach zu entspannen und mich meine Arbeit. Das hättest du gern, das hättest du gerne, was? Vergiss mal das ganz schnell und jetzt wieder angepackt hast. Wenn du drauf bestehst. Ach ja, bevor ich vergesse. Das ganze Wasser hat mir ein paar tierische Überreste in die Tasche gespielt. Keine Ahnung, was das ist, aber ich spüre keine Strahlenergie davon ausgehen. Also ist es entweder Garianisch oder Primordon. Und bevor ich mich damit schneide, dachte ich, ich schau mal, ob du damit was anfangen kannst. Schneide? Jo. Sinn kommt schon scharf. Jetzt bin ich neugierig. Darf ich mal sehen? Bitte sehr. Ich hoffe, es schmeckt. Infosynfrische Säbezahn. Oha. Danke, Una. Sie sind ziemlich nicht primordial. Aber ich glaube, ich weiß, was damit anfangen kann. Willst du ein paar Drinks damit aufpeppen? Sag mal. Vielleicht. Dann kann ich kaum erwarten. Und jetzt packen wir dem Gasthaus mal etwas auf. Nicht? Ablenkungsmanöver. Okay. Muss mal kurz einen Screenshot für potenzielle Thumbnails machen. Willkommen zurück in meinem Gasthaus, tapfere Abenteurer. Gut zu sehen, dass ihr unverletzt seid und es euch gut geht. Was ist los? Immerhin sind wir nicht abgesoffen. Aber hör mal, wer ist diese Oma auf deinem Balkon? Sie scheint Treibholz zu sammeln. Macht euch keine Gedanken, eine alte Freundin mit exzentrischen Angewohnheiten. Sie wollte mir beim Aufräumen helfen, nachdem mein Gasthaus von der Flut erwischt wurde. Das ist tatsächlich sehr nett. Schätze schon, ich konnte sie nicht überzeugen, dass sie mich das alleine machen lässt. Hat die Flut euch auch erwischt? Darauf kannst du wetten. Ich musste Rea festhalten, oder sie wäre davon gespielt worden, wie ein Zweck. Halt doch die Backen! Wir waren gerade an Themis vorbei, als es passierte. Zum Glück waren zwei Kutschen zwischen einige Bäume und einem großen Felsen angeklemmt. Wir konnten uns an den Kutschen aus dem Wasser ziehen und dort die Flut abwarten. Drachen sei Dank, das hätte ich euch echt übel genommen. Das hätte ich übernehmen können, hör mal. Und die Klitsche sieht auch ziemlich matsch aus. Es ist sie. Ich arbeite im Moment rund um die Uhr, um sie wieder hinzukriegen. Das ist nicht gut. Du meinst, dass ich so viel arbeite? Das ist das Risiko, wenn man selbstständig. Nein, die Flut. Von so einer riesigen Flut habe ich noch nie gehört. Sie ging von Themis bis Senif.
Stimmt, wir sind nicht mal nah an dem Meer. Tim ist vielleicht noch, aber deine Klitsche hier, nee. Wir müssen außerdem bedenken, dass die Ereignisse noch frisch sind. Wir müssen abwarten, bis wir ihr volles Ausmaß überblicken können. Aber was ist mit eurer Mission? Habt ihr sie abschließen können, ehe die Flut kam? Wo ich darüber nachdenke, du bist ziemlich ruhig, Archie. Das sieht dem nobelen Herrn, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Lass ihn. Wir hatten einige ziemlich harte Nächte. Oh, ist etwas passiert? Der Drink, den du uns gemacht hast, mit diesen goldenen Federn. Ich erinnere mich, er tat, was er tun sollte. Aber es war nicht genug. Kein Plan, ob ein anderer Link uns mehr gebracht hätte. Was ist passiert? Dann erzähle ich es wohl. Also, wir waren gut auf alles vorbereitet gewesen. Wäre das eine normale Leitmission gewesen? Es ging los wie jede normale Quest auch. Wir trafen unseren Klienten in seinem vorübergehenden Domizil. Hab garantiert mehr Asche gekostet, als Kirk und ich in unserem Leben sehen werden. Und zwar beide zusammen. Korrekt. Der Name unseres Klienten war Theodor. Theodor? Frederick Sinclair, der Dritte, um genau zu sein. Er bat uns allerdings höflich, nicht den ganzen Namen zu benutzen, also einigten wir uns auf Theodor. Er ist der Sohn irgendeines reichen Diplomaten, daher der lange Name. Das macht Sinn. Und soweit ich mich erinnere, musste ihr ihn nach Diria begleiten, weil es eine finanzielle Streitigkeit zwischen ihnen und dem Festland gab. Korrekt. Zuerst lief es überraschend gut. Die magische Brücke war zerstört, also mussten wir per Schiff nach Diria reisen. Wegen diesem Disput durften keine Schiffe in Samla anlegen, also mussten wir einen Umweg nehmen. Vom Hafen in Moorwinden, in den Windenweiden zu den Bezwingen und dann zu Fuß nach Samla. Und all das mit einem jungen Adling, der sein Haus kaum verlässt. Der Perlerich hat ja so ein paar Einheiten, die wir nicht so ganz gerafft haben. Zum Glück konnte Archie uns da gut helfen. Ich habe für reiche Leute nicht viel übrig, aber wir kamen gut miteinander aus. Vor allem, weil Klein Archie hier die ganze Zeit die Lautschau auf hatte, bei dem wir meiden die Hauptstraße so gut wie konnten, zu viel mögliche Aufmerksamkeit. In der dirianischen Tundra fanden wir nur wenige Hindernisse, ungefähr eine Bäume und so weiter. Rhea und ich kümmerten uns um den Pfad, während Archie unseren Klienten bei Laune hielt. Hat sich gut gemacht, hör mal, obwohl das seine erste Quest war. Er wusste definitiv, uns mit Geschichten bei Laune zu halten. Theodor gefiel jede seiner Geschichten. Laberkopfbisse, aber ein guter. Und in deinen orangen Schädel hast du echt eine Menge Wissen über Pflanzen und so ein Zeug. Hör mal. Ich freute mich, dass ich helfen konnte. Tim war selten draußen, also half ich ihm mit meinem Wissen über bedrohte oder giftige Pflanzen aus. Das ist sehr nützliches Wissen. Alles lief geplant. Bis dieser Note ging,
Ich habe es zuerst gehört. Tiefe, summende Geräusche. Weit entfernt, aber definitiv seltsam. Ich habe nichts gehört, aber ich traue den Lauschern von Wuka gegenüber meinen eigenen. Ich fragte die beiden Jungs, ob diese Geräusche hier üblich wären. Sie sagten nein. Da begann das ungute Gefühl in meinem Magen. Glaub ja, jeder Person auf Abenteuer zieht, entwickelt immer so einen sechsten Sinn für Gefahren, meine ich. Ich habe davon gehört. Selber hatte ich sowas noch nie, aber okay. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte und dass wir fliehen mussten, ehe es schlimmer würde. Zuerst dachte ich es nur reden. Ich wollte die Jungs nicht beunruhigen. Der Klient sollte niemals Angst haben. Schlecht fürs Geschäft. Recht hast du. Also Hammer diskutiert, was wir machen. Da konnte ich's auch schon hören. Mal wenn ich das kann, konnte Archie und Theodor das auch. Und sie hörten uns reden. Das ist ungünstig. Wir haben die zwei beiden zu uns aufgestellt. Auch wenn Archie hier ja meint, dass er auch kämpfen könnte. Einfache Strategie. Ich hinten dran, sehr vorne, wenn sie am besten hört. Theodor war noch ruhig. Er sagte so etwas wie: Selbstverständlich habe ich mit einem Angriff gerechnet. Es ist schließlich der Grund, warum ich euch angehört habe, nicht wahr? Da hat er nicht Unrecht. Ich hätte nur einen etwas gewöhnlicheren Attentäter oder so erwartet. Was auch immer das sein soll. Lass mich ausreden, dann weißt du, was ich meine. Natürlich. Wie um's noch schlimmer zu machen, wurde schnell zappenduster. Und wir konnten nur dieses Gegrunze um uns herum hören. Ich zitterte. Verdammt Axt, wo sind diese Lullis? Wo kommt das alles her nochmal? Aber zuerst konnte ich nur einen sehen, dann zwei. Und dann waren sie plötzlich überall. Zombies! Wir waren von Zombies umzingelt.